Schwer bewaffnete Antiterroreinheiten hatten die deutsche Journalistin Meşale Tolu 2017 in der Türkei verhaftet. Mitglied in einer Terrorvereinigung und Terrorpropaganda, so die Vorwürfe. Mehr als 7 Monate saß Tolu in Untersuchungshaft, zeitweise sogar mit ihrem Kind. Seit 2018 ist sie in Deutschland. Heute sprach ein Gericht in Istanbul Tolu und auch ihren ebenfalls angeklagten Mann frei. Die beiden waren nicht zum Prozess angereist. Heute Nachmittag, das Ende eines langen Prozesses, der das deutsch-türkische Verhältnis belastet hat. Nach mehr als 4 Jahren Verhandlungen werden die deutsche Journalistin Meşale Tolu und ihr Ehemann, hier Archivbilder, freigesprochen. Die Anklage gegen die aus Ulm stammende Reporterin hatte auf Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation gelautet. Gemeint ist die linksextreme marxistisch-leninistisch-kommunistische Partei, kurz MLKP, die in der Türkei als Terrororganisation eingestuft wird. Die Vorwürfe waren absurd. Das Verfahren war vor allen Dingen eines, ein Beweis der Nicht-Rechtsstaatlichkeit in der Türkei. Ende April 2017 wurde Meşale Tolu in Istanbul festgenommen. Es folgten 7 Monate Untersuchungshaft. Danach entließ man sie unter Auflagen. Meşale Tolu durfte das Land nicht verlassen. Erst im August 2018 wurde die Ausreisesperre aufgehoben. Seither beobachtet Meşale Tolu den Prozess aus Deutschland. Es gibt nichts zu feiern, weil einfach diese Zeit, die in der Türkei stattgefunden hat, all die Erlebnisse durch ein Urteil nicht wieder gut gemacht werden können. Bis auf Weiteres will Meşale Tolu nicht mehr in die Türkei reisen. Sie überlegt, auf Haftentschädigung zu klagen. Oliver Meyer-Rüth in Istanbul, dass die Deutsche nun freigesprochen wurde. Wie überraschend ist das? Ja, so ganz überraschend war das nicht, weil der Staatsanwalt hatte bereits ihren Freispruch gefordert bei der vorletzten Verhandlung. Eigentlich hat man am 24. Dezember, da war der letzte Prozesstermin, schon mit ihrem Freispruch gerechnet. Dann war aber ein Schöffenrichter krank und dann wurde eben auf heute verschoben. Und heute kam jetzt tatsächlich eben auch dieser Freispruch dann. Was überraschender war, ist, dass auch ihr Mann Suat Çorlu freigesprochen wurde. Er war ja auch parteipolitisch in der Opposition hier in der Türkei aktiv. Und da hat der eine oder andere schon mit einer Strafe gerechnet, aber auch für ihn der Freispruch. Und warum hatten die Vorwürfe gegen Tolu vor Gericht keinen Bestand? Ja, die hätten eigentlich von Anfang an keinen Bestand gehabt, denn im Endeffekt, was wurde ihr denn vorgeworfen? Man hat zwar von Mitgliedschaft in einer Terrororganisation gesprochen und von Terrorpropaganda, aber als Beweis hat die Staatsanwaltschaft lediglich angebracht die Teilnahme an einer Demonstration und dann eben Tolus Arbeit für die regierungskritische Nachrichtenagentur ETA hier in der Türkei. Und das hätte, wie gesagt, von Anfang an eigentlich keinen Bestand gehabt in einem Prozess. Aber dennoch ist der geführt worden. Jetzt fragt man sich natürlich, warum hat das Ganze so lang gedauert? Man hatte den Eindruck, da wird ein Urteil immer wieder verschleppt. Eine besondere Dynamik könnte das Ganze gehabt haben, weil Tolu ja deutsche Staatsbürgerin ist. Und da hatte man auch den Eindruck, dass vielleicht ein Grund, warum das alles so lang dauert, vielleicht der sein könnte, dass man auf ganz oberster Ebene den deutschen Staat unter Druck setzen will. Kritiker haben ja den Prozess als ein Willkürverfahren bezeichnet. Das Verfahren hätte eigentlich nie stattfinden dürfen. Wie ist dieses Gerichtsurteil nun zu bewerten? Naja gut, es hat halt sehr lange gedauert, bis es überhaupt zu einem Urteil kam. Und wenn man sich überlegt, was da am Anfang vorgeworfen wurde und was jetzt dabei hinten rauskam, dann macht man sich natürlich auch Gedanken, warum sind Staatsanwalt und Justiz nicht gleich darauf gekommen. Und dann kommt man eben sehr schnell zu diesem Vorwurf, den man eben auch von Beobachtern aus Deutschland hört, auch zum Beispiel von Bundestagsabgeordneten, dass dieser ganze Prozess eben ein politischer Prozess war, politisch motiviert. Hat Meşale Tolu denn mit diesem Urteil nun reagiert? Sie hat heute darauf reagiert, wir konnten es ja gerade schon in dem Beitrag sehen. Sie hat ganz klar gemacht, das ist jetzt für sie kein Tag zum Feiern. Sie erinnert sich immer noch an diese Zeit natürlich im Gefängnis hier in der Türkei. Sie erinnert sich an die Repressionen, die sie erlitten hat. Sie war mit ihrem kleinen Kind, mit ihrem kleinen Sohn im Gefängnis. Und da sagt sie, all diese Erinnerungen, die sind mit diesem Urteil sicherlich nicht weggewischt.
Das sind harte Worte. Wie steht es denn um die Pressefreiheit in der Türkei? Es ist nicht so wie noch vor 2-3 Jahren, als wirklich sehr, sehr viele, mehr als 100 Journalisten hier im Gefängnis saßen. Inzwischen, so die türkische Journalistengewerkschaft TGS, sitzen 34 Journalisten hier im Gefängnis. Aber diese inhaftierten Journalisten, das ist nur eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite erlebt man hier auch schon seit Jahren eine Konzentration der Medien in den Händen von Erdogan-nahen Unternehmern. Und dort wird natürlich nur linientreu berichtet. Es findet sehr viel Zensur statt. Das hört man auch immer wieder, wenn man mal mit dem einen oder anderen Medienvertretern aus diesen Häusern spricht. Also da kann man nicht von Pressefreiheit reden. Dankeschön, Oliver Meyer-Rüth nach Istanbul.